Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Fazit von dem Event von der Safari-Zone in Dortmund. Ich habe sowohl den zweiten Tag erstmal mit dem Park begonnen und habe den ausklingen lassen in der Stadt. Eigentlich auch so ein bisschen auf die Hoffnung, man würde da noch andere Leute treffen. Aber ja, also andere YouTuber, aber irgendwie war das dann auch nicht unbedingt der Fall. Den Honk habe ich dann natürlich getroffen. Ich habe 3 Stunden Livestream gemacht in der Stadt, also außerhalb vom Park, weil im Park war das Netz dann schon etwas überlastet, weil gegen Nachmittag sind dann doch einige Leute mehr gekommen. Warum ist das vielleicht so? Also ich sehe das so, es macht natürlich Sinn zu sagen, hey, es ist Samstag, ich gehe als allererstes in den Park. Was will man in der Stadt? In der Stadt laufen so viele normale Menschen rum, die auch nicht nach vorne gucken, die auch gerne mal einen umrennen und dann sagen sie, du guckst ja nur auf dein Handy, das ist auch scheiße. Deswegen ist es ja auch gut gewesen, dass man dort in den Park gehen kann. Nur sind anscheinend wirklich alle, wirklich ausnahmslos alle Leute in den Park gegangen am Samstag und das war das Problem. Und sowohl ich als auch viele andere haben auch 3 Stunden anstehen in Kauf genommen dafür. Aber dann ist klar, warum das Netz nicht ging. Das heißt, wir haben so lange ausgeharrt im Park, bis dann genügend Leute wieder gegangen sind, damit das Netz nicht so überlastet ist. Warum dann Niantic meint, dass sie es behoben haben, kann ich jetzt nicht direkt sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es wirklich behoben haben, sondern einfach nur, es waren weniger Menschen im Park. Als nächstes seht ihr einen Tausch. Ein Nocturne 91% gegen Bummels 98%. Wer kriegt das bessere Pokémon? Ich kann euch zumindest sagen, was das Bummels hat, wenn es dann angekommen ist. Und ihr seht beim Honk auf seinem Kanal, wie viel das Nocturne hat. Das möchte ich nämlich jetzt noch nicht verraten. Ich warte darauf, dass das Video auf seinem Kanal ist. So, und hier ist insgesamt ganz gut. Das ist Satz Nummer 3. Es ist zwar nicht der schlechteste Satz, aber naja. So, hier habe ich mein allererstes Shiny Carpador. Endlich! Ich habe ein Shiny Carpador. Ich muss nicht mehr ein Shiny Carpador tauschen. Aber dennoch kann man jetzt ein Shiny Carpador ja mal tauschen. Wenn das Level hoch genug ist. Natürlich nur einmal am Tag. Dazu komme ich gleich noch. Und dann hoffen, dass die IV besser werden. Weil das ist ja eigentlich das größte Problem, dass quasi jedes Shiny-Pokémon irgendwie schlecht ist. Bei den meisten zumindest. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, aber sehr wenige. Das habe ich auch gleich mal entwickelt. Währenddessen erkläre ich euch nochmal, was sind spezielle Pokémon im Tausch. Spezielle Pokémon im Tausch sind regional, legendär und shiny. Diese Pokémon könnt ihr nur einmal am Tag tauschen. Ansonsten müsst ihr erst warten, bis der Tag vorbei ist und dann könnt ihr wieder tauschen. Ob das jetzt 24 Stunden sind oder ob das bei 0 Uhr resettet wird, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal ausprobieren und mir das in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, das wird ihr auch am Ende des Videos sehen. Ich habe den Christian getroffen, von dem ich schon sehr häufig erzählt habe. Der hat ein Lunastein getauscht, das heißt ein regionales Pokémon. Und deswegen konnte er kein regionales, kein legendäres und auch kein Shiny mehr bekommen. Das habe ich einmal in das Video mit reingebracht. Aber Relaxo wäre gegangen. Also das heißt auch, ich hätte Honk ein oder zwei Relaxos geben können. Schade, da hätte ich das vorher gewusst. Ich habe ihm aber gesagt, wenn ich ihn um 20 Uhr sehe, leider habe ich ihn nach 20 Uhr nicht mehr gesehen, dann hätte er es auf jeden Fall bekommen. Hoffen wir auf das nächste Event. Vielleicht geht da mal wieder was. Heute geht es ja um das Fazit. Was mich massiv gestört hat, ist, warum man keine größeren leeren Flaschen in den Park nehmen durfte. Warum muss ich nach jedem 300 Milliliter, also bis zu 0,33 durfte man wohl,
Warum muss ich nach 0,33 Liter jedes Mal zum Wasserbrunnen laufen? Ist doch doof. Ist doch viel cooler, wenn ich da so ein bisschen mehr in die Flasche machen kann und nicht ständig wieder neu holen muss. Stattdessen geht man halt in den Park und kauft sich dann dort eine Flasche. Nee, ja wirklich, ist so. Kommt nur aus dem Ei, aber ganz hinten im Park, hinterm asiatischen Garten, ist ein großer Spielplatz mit Relaxo auf einer Plexiglasscheibe. Ich werde es euch einblenden. Und dort gab es einen Kiosk. Da gab es 0,5 Liter Flaschen und für 3 Euro. Was sehr günstig war. Im Gegensatz zu dem, was extra an den Team Lounges aufgestellt worden ist, weil dort gab es nur Getränke im Becher. Getränke im Becher. Das ist total klasse, weißt du? Also läufst du den ganzen Tag mit einem Becher in der Hand und brauchst aber 2 Hände, um das Handy zu bedienen. Ja, das bringt's. Auf jeden Fall waren die Flaschen 0,5 Liter und dann konnte man sie wenigstens nachfüllen. Aber man durfte sie danach, wenn man mal rausgegangen ist, nicht wieder reinbringen. Fail. Richtig fail. Shiny Roselia. 18.26 Uhr, das ist das zweite Roselia, das ich gefangen habe. Ab 18 Uhr, also Punkt 18 Uhr auf den Glockenschlag, waren alle Spawns wieder umgedreht. Es gab keine Event-Pokémon mehr, keine Unmengen an Warblues. Aber Roselia war trotzdem noch da, das fand ich interessant. Und die Shiny-Rate war irgendwie nicht gerade niedrig. 18.46 Uhr, das nächste Shiny. Ich habe alles noch per Hand gefangen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Echt Wahnsinn. Also, wie gesagt, das Event war besser als Oberhausen und Amstelveen zusammen. Auch wenn ich leider lang nicht so viele YouTuber getroffen habe wie in Oberhausen. Aber dennoch konnte ich schöne Videos machen, ich konnte einen Livestream mit euch machen, ich konnte einige Raids machen, die ich euch auch noch zeigen werde, gegen Ende. Einige Raids, weil es waren so viele Leute dann in der Stadt, da konnte man zu jedem Raid hingehen, einfach auf Kämpfen drücken und zack war man 20 Leute. Das ist traumhaft, so stellt man sich das normalerweise in einer großen Stadt vor. Aber so war es halt nach dem Event in Dortmund. Niantic hatte auch im Park darauf hingewiesen, dass doch bitte die Leute mit mehreren Handys rumlaufen, doch bitte die Handys ausschalten sollen, damit andere Leute, die nur mit einem Handy rumlaufen, auch eine Chance haben, am Event teilzunehmen. Ich kann ja voll und ganz verstehen, dass ihr für eure Freunde gewisse Pokémon fangen wollt. Das ist ja auch in Ordnung, aber wenn ihr aber Shiny Hunting damit zu machen, das geht halt irgendwie nicht, meiner Meinung nach. Ich habe das nämlich so geregelt mit meiner Community. Ich habe gesagt, ich bringe euch Corazon, Incognito mit und jetzt habe ich sogar noch zusätzlich Shinies übrig und die werde ich dann alle weiter verschenken oder tauschen. Und dafür ist doch die Tauschfunktion da. Nutzt sie doch. Das ist doch jetzt nicht kein Drama. Deswegen braucht kein Mensch mit 2 Handys rumlaufen. Es gibt eine Tauschfunktion. Fertig. So teuer ist die Sache nicht. Und die 90 Tage sind auch schnell rum, wenn man jetzt auch von Anfang an angefangen hat. Genau, die Motive habe ich da schon gesagt. Es gab Bummels, Roselia, Relaxo, Gardevoir, Pikachu. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Ich werde ein paar Bilder dazu einblenden. Falls ihr die Bilder nochmal separat sehen wollt, ich schaue, dass ich sie nochmal auf Twitter poste, damit ihr das nicht extra im Video suchen müsst. So, zu den speziellen Pokémon habe ich schon was gesagt. Ja, die häufigsten Pokémon waren Roselia und Wablu. Daher ist das überhaupt kein Wunder, wenn wirklich es einige Leute gibt, die 17, 18 Shiny Roselia Wablu haben. Das liegt einfach daran, wie man Shiny Hunting betreibt. Es gibt nämlich eine Methode, die heißt Shiny Check. Man drückt jedes Pokémon, das ein Shiny sein könnte, an, guckt, ob es ein Shiny ist und geht sofort wieder raus und geht zum nächsten. Fängt es gar nicht erst. Das ist halt sehr effektiv.
und stellt sicher, dass ihr wirklich viele Pokémon anseht. Dementsprechend sieht dann der Pokédex dann auch dementsprechend aus, weil jedes Pokémon, das ihr auswählt und weggeht, zählt als geflüchtet im Pokédex. Weil ihr habt es nur gesehen und nicht gefangen. Die Event-Eier habe ich euch auch eingeblendet und die sind die reinste, größte Enttäuschung überhaupt. Ich weiß nicht, ob Niantic da irgendwie einen Fehler gemacht hat. Also klar, es gab zwar mal ein Dratini, es gab ein Schlurp, das sind zwar Pokémon aus den Fünfern, aber es waren zum Teil leider auch Fluffeluff. Warum sollte ein Fluffeluff im 2-Kilometer-Ei sein? Bei einem Event, hallo? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich habe ein paar Raids in Dortmund gemacht. Hat aber auch einen klitzekleinen Nachteil. Ich werde wahrscheinlich eine X-Raid-Einladung bekommen, weil ich einen Raid an eine X-Raid-Arena gemacht habe. Ich bin mal gespannt. Nicht nur ich, sondern auch Tenmaru und auch Honk haben an diesem Raid mitgemacht. Ein Absol war es. Und das ist eine X-Raid-Arena. Mal sehen, mich stört's nicht. Es wird wahrscheinlich eh unter der Woche sein, der X-Raid, und von daher kann ich da so oder so nicht hin. Wäre es am Wochenende gewesen, wäre das ja eine Überlegung wert, aber nein, eigentlich nicht, weil mittlerweile ist es so einfach, ein Mewtwo zu bekommen, indem man einfach einen Raid an einer X-Raid-Arena macht. Aber es ist Wahnsinn, wie viele Leute dort gewesen sind und wie viele dann jetzt dort blöderweise eine X-Raid-Einladung erhalten. Ja, anscheinend hat ja während des Events, also genau dann, als wir den Park verlassen haben, die Fünfer-Raids ausgeschaltet. Also Niantic hat anscheinend den Schalter umgelegt und gesagt, so, es gibt keine Fünfer-Raids mehr. Was ich merkwürdig fand, weil so hätten sie ja dann auch nochmal dafür sorgen können, dass einige Leute vielleicht draußen kämpfen. Tja, aber dann haben wir das halt nach 18 Uhr gemacht. Also um 18 Uhr sind quasi überall, an jeder Arena, nicht zeitgleich, aber leicht versetzt, ständig neue Eier aufgetaucht. Das war wie morgens um 6 oder 5, dann wenn die ganzen Eier auftauchen. Das war genauso. Und deswegen konnte man quasi in kurzer Zeit 4 Raids machen. Aber es hat mich zeitlich nicht gereicht, das in ein Ei zu packen, sondern nur in 2 Glückseier und 2 Sternstücke. Und Go Plus ist ordentlich gelaufen und hat ordentlich für mich gefangen. Genau. Ich zeige auch bei einem Raid, wie viele Leute da sind. Das war jetzt aber noch nicht mal viel. Es gab andere Stellen, wo es viel mehr war. Aber da habe ich dann halt mal gedacht, so, ja, ich mache mal den AR-Modus an und zeige euch das mal so ein bisschen. Und ich hatte sehr oft die Quest pushen und weiß bald echt nicht mehr, was ich pushen soll. Ich habe meinen Despota eigentlich auch schon ziemlich hoch gepusht und hier habe ich Kyogre gepusht und also Groudon bin ich, denke ich, mal durch. Das reicht so. Groudon ist auf Platz 1 in meiner Top. Nein, von meinen Top-Pokémon ist er jetzt auf Platz 1, hat Mewtwo überholt. Meine ich ist aber auch Level 35, um die Level 35, könnte ich aber auch nochmal genauer nachsehen. Die genaue Ausbeute zeigen, das sprengt leider jetzt dieses Mal das Video. Ich wollte es eigentlich noch kürzer schneiden, ging einfach nicht. Ich wollte vor allem auch die Trainer bei dem Raid, den ich als gemacht habe, dass man wenigstens so ein bisschen sieht, wer da alles so mitgekämpft hat und warum vielleicht die Zeiten extrem variabel waren. Weil manchmal habe ich echt gedacht, so, hey, eigentlich müsste man doch mit 17 Leuten doch jetzt mal dieses Regice, heißt es richtig, Regice mal besiegt haben. Ja, nicht wenn da irgendwie nur Level 20er und Level 25er Accounts drin sind, dann wird das nix. Ja, endlich mal eine Arena, die Team Rot gehört hat und dann gibt es auch 11 Bälle, damit kann man was anfangen. Hier kommt jetzt auch gleich der AR-Modus.
Ich möchte nochmal auf die Fotomotive eingehen im Park. Dort gab es nicht nur die Teamleiter, sondern eigentlich auch Professor Willow. Das Problem ist nur, dieser wurde wohl zerstört. Ich vermute mal aus Wut zu dem mobilen Internet, als es nicht funktioniert hat. Finde ich aber richtig schade, dass man sowas dann kaputt machen muss, um seine Wut irgendwie auszulassen. Das geht gar nicht. Naja, was soll man machen? An für sich war das auf jeden Fall, kann man dann mit einer Menge machen, einige Fotos schießen. Gab auch noch andere Fotos, andere Motive, die man fotografieren konnte im Park. Nicht nur das, was Niantic da hat organisieren lassen. Und was ich eigentlich ziemlich schade finde, ist eigentlich, dass diese Tauschfunktion, dass man da wirklich nur spezielle Pokémon nur einmal am Tag tauschen kann. Gerade bei solchen Events wäre es doch schön gewesen, wenn sie sagen, hey, in der Safari-Zone dürft ihr mehrmals tauschen. Von mir aus fünfmal nur, aber einmal ist doch doof. Also so viele Leute werden ja wohl kaum aus Amerika gekommen sein, die einem ein amerikanisches Pokémon tauschen könnten. Gut, hier könnt ihr dann jetzt nochmal sehen, wie das aussieht, wenn man versucht, ein regionales Pokémon erneut jemanden tauschen wollte, der aber schon einen speziellen Tausch hinter sich hat. Weil ich hatte jetzt ja noch keinen speziellen Tausch an dem Tag durch, aber mein Tauschpartner, also der Christian. Und deswegen sieht man jetzt jedes Mal, dass die nicht gehen, obwohl kein Stern dran ist. Also das ist schon sehr interessant, wie sie das hier gemacht haben. Ja, dann wollten wir wenigstens ein paar Kilometer vertauschen. Deswegen Mauzi Alola, die sind von mir ja immer von irgendwo anders her. Da haben wir dann geguckt, was am weitesten weg ist. Kapador habe ich bekommen und wir schauen uns die Bewertung an. Du kannst stolz sein, Satz Nummer 2, weg damit und bis zum nächsten Mal.